Frohe Weihnachten alle miteinander und ein schönes, frohes Fest an alle. Herzlich willkommen hier zu den NBA Christmas Games 2014 und das erste Spiel am Weihnachtstag. Ja, die Washington Wizards spielen im MSG gegen die New York Knicks und ich habe natürlich hier meinen New York-Fan Nummer 1, Jet Sam, an meiner Seite. Hallo, hallo, den einzigen Den New einzigen. York-Fan. Nachher wird es wieder. Ja, wenn Number 7 Dreier trifft, du weißt schon. Hoffe mal. Ich Hoffen. habe Melo noch nicht so oft gespielt in dem Spiel, aber vielleicht klappt's ja. Ja, also Wizards gegen die New York Knickerbockers. Und ja, ich bin bereit. Ja auch. Du hast 10er Defense und A-Plus in der Offense, das kennt man ja. Du hast A plus und A minus. Lacker. Ja, aber Boston gegen Chicago war ja schon wieder so ein. Naja, Defense war eigentlich relativ okay, aber. Ja. Also, Ich habe in der Offense irgendwie. wir werden als nächstes sehen, San Antonio gegen OKC. Und danach Miami gegen Cleveland, Chicago gegen Lakers und nochmal die Clippers gegen Golden State um 4:30 Uhr morgens. Das wird auch nochmal mit Erik sein. Da wird er dann die Warriors übernehmen und ich nehme dann die Clippers. Zum Glück. Endlich nehme ich mal das bessere Team. Ja. Aber ich kann mit den Warriors nicht so gut spielen. Oh, die Halleluja. Christmas-Trikots. Oh Gott, ey. Und ich bin mit keinem richtigen So, Center. der Naja. Pole am Start. Erstmal Kamera umstellen. Scheiße, da. Alter. Oh. Turnover. So, warte mal, warte. Scheiße, jetzt habe ich die Kamera zu oft umgestellt. Warte mal. Ah. So, warum. Hä, wo ist denn Calderon? Oh, Scheiße. Wo ist denn Calderon? Calderon, der ist da. Ich hab den gerade nicht gefunden, der ist zu klein. Ah, ist er. Er Bam. ist zu spanisch. Spielt hier auf Kamera, Alter. Nein! Genau! AC, der hat sogar mal einen Dreier getroffen vor kurzem. Er hat schon mehrere Dreier die Saison getroffen. Jetzt kommt meine Monster Defense. Ah. Bam. Wie in FIFA, ja, immer den Weg sperren. Wie spielst du eigentlich immer Defense? Spielst du direkt den. Oh, schöner Block von Machine Gotthard. Spielst du eigentlich immer direkt den. Den Mann, den Ball, den. Also spielst du jetzt gerade Calderon? Nee, ich seit dem letzten Spiel nicht mehr, als ich gegen dich mit Chicago verloren habe. Nee. Oh, Paul Pierce. Mr. Big Shot. Wie spielst du die Defense? Spielst Ich du Mann spiele an Mann, es oder? anderen Mann immer. Finde ich besser, weil die KI besser verteidigen kann als ich. Ich kann das nicht. Wenn der das Nein. den, wenn er den trifft. Ich dachte, das wäre Tim Hardaway Jr. Ah, Tim Hardaway hat auch so einen schönen Bart. Ja. Ja, die haben alle Bärte. Nee, Drin. der ist nicht drin. Oh, Offensive Rebound. Mein Freund. Oh, und Point Action. Der war schön. Für die Haare schön. Ja, sehr schön. Also ich denke mal, in echt wird das Washington für sich entscheiden, außer Carmelo trifft mal wieder so 10 von 15 aus dem Feld. Okay, das war, habe ich gepennt. Hast du dir nicht schon mal überlegt, so, es soll jetzt kein Rassismus sein, aber die Mannschaften, die von einem dunkelhäutigen Trainer getrainiert werden, sind richtig schlecht. Und die von einem weißen Trainer, die sind ziemlich weit oben. Wenn du mal so guckst, Derek Ja, Fisher, es ist. Byron Scott. Ja, ist schon. Und wenn du mal so noch so nach so nochmal nachguckst, Steve Kerr, der Trainer von den Bulls, von den Mavericks, von den Spurs, siehst du? Er soll jetzt kein Rassist, ist nichts gegen kein Rassismus sein, aber kann man schon mal ansprechen, oder? Ja, guck mal, und recht. Und Phil Taylor. Phil Taylor? Nicht, Phil Taylor ist vom Dart, warte. Ja, das weiß ich auch.
Phil Jackson natürlich. Ja. Phil Jackson ist auch weiß und der hat. Aber kein Trainer jetzt. Ich meine jetzt wirklich die Head Coaches. Ja, okay, aber Phil Jackson war mal Trainer. Ja, stimmt, aber sie ist ja auch weiß. Oh Gott, der war schlecht. Aber wenn man. Es sollte wirklich nichts sein, aber wenn man so mal nachdenkt. Stimmt irgendwo schon. Ja, ja. Okay, ist. Polder? Polder mal. Schöner Move. Schöner Move. Viel zu spät A-Plus. Steht bei mir aber egal. Weil man sieht, dass du noch nicht viel mit New York gespielt hast. Come on. Come on. Hä? Was mach ich denn? Ich wollte ein paar Back-Move machen. Oh Gott. Okay. Guter Start hier für meine Knicks. Für meine Wizards. Oh, Reginald Butler ist drin, ne? Jetzt aber, ja. Verdammt. Da geht mir Anthony zu schnell vorbei. So, nee, der ist auch drin, ne? Ich glaube, der ist ja noch zu dem Moment noch ein bisschen verletzt und deswegen kommt er von der Bank. Der war, ist ja nicht Starter, Chris Humphries ist der Starter. Der hat heute eine mega Pause dagegen, oder an Mirotic von dem Puls. Okay. Niemals. Alter, den Offensive Rebound. Alter, Rebounding ist bestimmt. Schöner Fake. Ja, jetzt habe ich an die Defense gespielt mit Jason Smith. Aber wenn du mal so guckst, also Nene ist wirklich ein dominierender. War das Power Forward oder Center? Ich denke mal Center, oder? Power Forward, oder? Und ich denke mal auch Power Forward. Ein dominierender Power Forward in der Liga. Oh. Da hat er den Rechtsstick ausgepackt. Muss über Melo gehen, das andere bringt irgendwie nichts. Das andere ist Bullshit. Ja, aber hallo. Ich will die anderen pfeifen an. Komm, Mismatch, das ist ein Mismatch. Alter, nein. Ja, es war... Was ist das denn für eine Defense-Aufteilung da? Okay, da stand auch Shane Lucky in der Zone und wollte Machine Gun Tat verteidigen. Er hat ihn erst gestealt, also. Erst hat er... Scheiße. Oh, fuck. Was ist denn los, ey? Wir haben voll... Oh, schöner Block. Oh Gott, ey. Passt doch nicht dahin. Ja, wupp. Das ist natürlich die pure Beweglichkeit. So, der 2K-Move, schade. Ein Marching und hat sich wirklich entwickelt, wo er zu den Wizards gegangen ist. Da wird Team kommen. Drin. Komisch. Die. Alter. Oh nein! Oh. Der war eng, der war eng. Ich komm langsam rein. 16 zu 8 Führung. Bis jetzt bester Spieler bei mir. Wie heißt er? Machine Gotthard. Wie heißt er? Ich glaube, wir hatten bisher keine einzige Auszeit. Nö, brauchen wir ja auch nicht. Oh, jetzt ist Mike Miller drin, ne? Der alte Herr. Der kann Dreier, das weißt du, ja. Ja, ich wollte nicht. Busch spielen. Ach nein, da muss ich Symbolpass spielen. Total, aber. Ich empfehle jeden Symbolpass zu spielen. So, Kevin Seraphim. Hallo. Schrittfehler. Ich hab wieder mein Symbolpass und dann LT, dass er hier zu Kevin Seraphim passen soll, aber nö. Warum nicht? Schrittfehler auch noch. Das war ein guter Fake, der ist drin. Die treffen nix, ey, was ist da los? Der Pass war auch cool. Ganz ohne alles. Ja, ich meine, Quincy AC wollte schon werfen, wie bei dir eben. Aber das konnte ich noch so gerade abdämmen. Oh, Otto Porter.
Der wird auf jeden Fall deutsche Vorfahren haben. Ey, der Vorname ist ja... Otto ist das bestimmt kein amerikanischer Vorname. Oh, was denkst du? Denk mal, Otto, ja, ist schon klar. Otto ist auf jeden Fall deutsch. Ja, Otto schon, aber Porter nicht so. Ja, Porter, aber okay. Okay, eigentlich kommt es von dem Vorfahren kommt es eigentlich eher an, ob es von dem Nachnamen her. Genau, deswegen. Auf den Vornamen kommt es überhaupt nicht an. Aber ich trotzdem, meine, vielleicht haben die. MCS ist eine Defense. Vielleicht haben die Eltern ja irgendwie so einen deutschen. Er ist aber auch schwarz, glaub ich nicht. Ah, das war. Ja. Eine Brille hat Stillmeier hier. Stillmeier ist cool. Ja. Der ist schick. Ja, der ist schick, Tobi. Gekauft. Oldtimer oder Rosatz. Na, wenn die Bank drauf ist, dann ist das nicht so gut. Was soll ich sagen? Quincy Ace ist der... Der hat einen schönen Bart. Quincy Ace ist der Boss. Was? Quincy Ace ist der Boss. So, wann kommt J.R. Smith rein? Mal gar nicht, ich spiele gerade mit Hardaway. Das passt schon. Oh, Isolation, mein Freund. Oh. Etwas zu früh, F. Glück gehabt. Typischer Tobi. Bitte spät die Minus. Glück. Typischer Erik. Typischer Erik. Floater. Oh, Bock. Oder grupft. Komm, geh über die Zone, Mann. Geh über die Baseline. Drin. Oh! Block. Der Typ sieht genauso aus wie ein... Otto Porter, okay. Schöne Brille. Gleich wie Stademeyer. A plus. So, 21-17, ich denke mal, relativ ausgeglichenes Spiel. Ja, ich muss nur meine Würfel treffen. Da geht das. Der ist nicht drin. Ah, gutes Foul. Ich glaube, Quincy ist nicht der beste Freiwurfschütze. Ja, stimmt. Ah, eine für eine Wertung. 66. Eliop? Auf Otto Porter. Nicht spektakulär, aber das Ding ist drin. Okay. Hast du gerade selber eine Timeout genommen? Nö, okay. Ich glaube, ich hol jetzt mal wieder meinen Freund John Wall. Gott hat rein. Ich kann gar nicht mit JS spielen, ich glaube, das ist verletzt. Oh, Drew Gunn kommt jetzt rein. Kommt Drew Gunn rein, mein Freund. Hier, Garrett Temple. Der wird auch reinkommen. So. Jetzt wieder Kamala im Spiel. Spielt er Point Guard? Auf jeden Fall. Ich hab keinen besseren. Drin. Ja. Ja. Geht doch. Kamala. Kamala. Anthony. Ich bin etwas heiser. Was macht denn der Stadionsprecher, wenn er heiser ist? Oh, oh, nee, oder? Weißt du denn, wie... Oh ja. Wie viele Rebounds er gerade hat? Drin. Viel zu spät. Bei mir ist das irgendwie mit dem Release noch nicht so ganz drin bei Melo, aber... Oh Gott. Ach, schade.
dishes it to D'Alembert. They double him with one. Ja. Ah, das Spiel ist ausgeglichen. Ah, kein gutes zweites Viertel von mir. Er muss drin sein, ja. Wie klein ist Shane Larkin denn? 1,82? Nein. Ich glaube, der ist... Der sieht im Spiel nur so klein aus, aber... Ja, ich glaube schon, Wall ist jetzt nicht so klein. Ja, boah, ich glaube... Hey, Drugon, du kannst weit kommen. Ab in den Post mit dir. Gut. Ja, ich weiß gar nicht, das war dann die KI. Ja, die macht das dann so immer. Warum ist das ein Foul? Oh, warum? Nee, wie kannst du den nicht reinmachen? Da ist Offense, ey. Die Offense ist echt nicht gut bei Nix. Die leitet echt nur Carmelo. Oh, das ist gut. Ja. Scheiße. Was? Rote Karte? Gelb. Toll, oder gerupft. Oh. Ich glaube, der ist verletzt. Der hat einen Wirbel gebrochen. Und sind die für drei? In den Out. Der ist ja nix, ey. Komm. Erste. Ja! Buzzerbeater. Maschinengottert. Der Pole. Nicht schlecht. Lucky Bounce, ne? Ja, okay. Ja, der hat richtig gute Punktzahl, ne? Gute Statistik, der hat ein paar Rebounds, der hat gute Punkte. Denk mal, der wird so 8-4 haben. Maschinen Gotthard. So, Halbzeitbericht. Wie sieht's da aus? 9 Punkte, ein Rebound. Ja, 35% aus dem Feld, also pff, das ist nicht gut. Wie nicht. Wie nicht. Guter Halbzeitbericht. Ja. Schön lang. Ich guck mal kurz nach, wie viele Punkte der hat. 11 Punkte, 7 Rebounds. Okay, krass. Lol. Das, boah, 7 Rebounds nach der Halbzeit, das ist stark. Im Spiel nur mit 6 Minuten Viertel länger, also. Drin. Das Release hast du noch echt, hast du echt an ihrer. Ich hab die ganze Zeit B, also normal müsste auch was fallen, da ist Bradley Beal, Offensive Rebound Paul Peel, Gotthard, Jumper. Der gefällt mir, der Pole. Marcin Gotthard. Ich glaube, somit der fast meistverdienteste Sportler am Polen, oder? Ja. Okay, Lewandowski noch einberechnet. Weiß ja nicht. Ansonsten. Hat er noch so Wintersportler halt, Skispringer und so. Aber von der 3, die jetzt treffen, echt nix. Na, schöner Lob. Ja. Bitte me. Das kannst du mit John Wall machen, der ist so schnell. Ja. Macht der aber auch nicht. Oh, da war ich direkt mit Maschinen Gotthard da. Okay. Der Wurf war scheiße. Oh nein, kein guter Pass. Echt gut. Paul Pierce gegen Melo. Scheiß Sixer drin. Ja, als ob er den trifft, ja.
Ja, ich nehme da auch viele drei aus dem Lauf. Also nicht mehr so viele wie früher, aber schon noch ein paar. Komm, den hast du. Jein! Ja. Schade. So, jetzt Gotthard an der Linie. Komm. A plus. 69er Freiwurfwertung. Okay. Etwas zu spät, aber trotzdem drin. Alter Gotthard, das ist ja so geil. Hey, gefällt mir. Ah, ich spiel so weit. Also ganz klar kommst du noch nicht. Mit deinem Nix. Ja, echt, die Übersetzer sind ja auch besser. Ja, klar sind die Übersetzer besser. Oh. Die werden auch dieses Jahr ein Favorit im Osten sein. Also. Oh. Ja gut, das ist vorgezogen. Letzte Flirt, du standest auch schon mit Kyle in der Zone. Ja, da hast du die Schwäche in der Freiwurflinie. Da kann man nichts machen. Hallo. Gut. Einmal in einer. Timeout Washington. So. Also. 4 Minuten noch zu spielen hier im dritten Viertel. Richtig Highscoring hier. Nicht. Wall für 3? Nee, yeah. Ey, nicht so der Shooter. Ah. Immer diese Alley-Oops auf Carmelo. 45 starke Wurfquote. Die Kobe-Wurfquote. So, Wall hat einen Dreier von C+. Spielaufbau A+. Oh. Verdammt. Jawohl, guter Pass von Carmelo. Oh. Ja, das hätte ich spielen können, das war schlecht. Scheiß X-Spammer, Alter. Oh, das gibt's es nicht, ey, das ist so schlecht. Verdammt. Ich release viel zu spät. Du releasest viel zu spät? Ja, weil ich so. Ich hab nicht so die richtig guten FPS dann in der Square Garden. Ja. Ehrlich jetzt? Ernst? Der muss drin sein. Das ist nur John Wall, der kann keinen Dreier. Also könnte er schon, aber ist nicht seine Spezialität. So, Melo jetzt, ne? Alter, was? Nee. Ja, ich wollte eigentlich aus dem Post genauso, aber... Okay, wir müssen glücklich, dass ich den Ball wiederbekommen. Alter Gott, da guckt euch mal an, 17 Punkte. 7 von 9 sind der Rest. Nee. Ja, da bist du schon mit Portis daneben gesprungen. Ja. Ach, come on, das kannst du nicht machen mit der KI, ja? Langsam mag ich die KI. Da doch mal ja nicht so rein. Schön, Führung. Kann man echt, nee, wenn man die selber nicht, wenn man die nicht selber verteidigt, kannst du das vergessen. Okay. 19 Punkte, 8 Rebounds für den Big Man. So, Calderon am Ball. Machen wir. Okay, probieren wir mal das hier. Boah, ich hab dieses Release, das hängt so hinterher, es ist scheiße. Mhm. Dann hast du irgendwelche FPS-Probleme oder so. Hatte ja, Carlo zum Beispiel auch gestern, beziehungsweise werdet ihr auch im nächsten Spiel sehen. Mit.
Oh nein, drin. Kann nicht sein, ey. Kann nicht sein. Ich hätte schon mal, also, ein paar Dreier schon getroffen. Ich hätte zweimal B plus. Warte, wenn sie sie gesch. Das ist sein Spot. Kombo. Ja. Hello. Okay. Ich nicht. 39-37. Ich glaube, mit dem Bulls hatten wir fast doppelt so viele Punkte. Na, ich glaube nicht doppelt so viele, aber ich denke mal so, wir hatten glaube so 10, 15 Punkte mehr. Aber wenn du das Spiel mal raus hast, dann, ja. Wenn du mit der Defense das raus hast, dann geht das auch. So. Alles klar. Das ist doch hier. Nein. Ja, die Pässe hätte ich nicht mehr gemacht. Nein, niemals. Ja. Toll. Wenn der reingeht. Eben Mello macht Backdoor Cut. Ja, ich hab den da kommen gesehen. Boah. Gute Defense, sehr gute Defense. So, Razor bei Butler. Okay, komm. Seraphim. Schöner Move. Aber etwas zu spät leider. Der ist schön. Wer war das? Das werde ich nicht mit. Ob er den Freiwurf trifft? Denke ich schon. Nochmal schon. Ja. Ja. Ah, mit dem Wizards kommen wir nicht so gut klar. Und der alte Herr kann das dann noch. Oder? Ah. Wollte ich hier schneller Punkte machen. So, komm jetzt wieder. Okay. Kann ich drin sein. Der hat den besten so ein overpowered Kackkind. Seraphim. Oh Gott, ist das schlecht. So was muss man machen als Center. Das ist richtig schlecht. Nein, ach oh, come on. Wenn man da irgendwie mal. Wenn man da irgendwie mal mit der KI gegen irgendeinen Spieler gegenrennt. Geh ruhig. Dann verlieren die sofort den Ball, wenn man da immer gegenrennt. Ich find's. Ja, da holt ihn Offensive Rebound. Das ist doch so unlogisch. Er ist drin. Oh komm, Alter. Was ist das denn, ey? Auf voller Firm kriegst du einfach nichts rein. Das ist das Problem. Na, Scheiße. Ey, was ist das denn für ein Kackspiel gerade hier von uns? Oh. Jo. Boah, ganz ehrlich, ey. Diese Bank ist ja so kacke bei den Wizards. Ich kann ja mal echt gar nichts. So. Baller mal raus, bitte. Ich komm mal meinen Freund Paul Pierce wieder rein. Alter, schon haben wir auch immer 40 Punkte, 39 Punkte, das Mitte des vierten Viertels. Ist schon voll gut. Foul von Dylan, ja. Aber wir haben auch sehr wenige Fouls, das muss man mal zu sagen. Etwas zu spät, natürlich. Sehr gut. Okay. Nur jetzt müssen wir nicht wegrennen müssen. Die nix. Ja, manchmal haben die ja, nein, ich wollte sehr dann, gut. Ich wollte dann im Pär. Manchmal haben die Wizards auch keinen guten Tag. Ja, 4-3! Ausgleich.
Der war wichtig. Trifft er mal den Dreier, den er treffen muss, in der Crunch-Time. Und Anthony wieder. Packt hier den Six-Second-Move aus. Ja, schön. Wie er das auch richtig studiert, diese Six-Sacks, ja? Das weiß der ganz genau. Ich kann das ja mal demonstrieren, wie das hier geht, an Leute, die es noch nicht wissen. Macht das so eine Move und dann... eigentlich muss man dann direkt in die andere Richtung gehen. Wall, noch nix. Der Dreier! Da muss länger dran sein. Was ist denn hier gerade los? John Wall trifft hier 2-3 in Folge. Das ist ja wie wenn Rajon Rondo einen Dreier trifft. Weißt du, wenn du mit Rondo hinter der Dreierlinie stehst, gibt's ja keinen Release. Also der weiße Strich ist nur weiß, ja. Da ist ja meist noch so ein dunkler Bereich, ja. Ja. Und bei Rondo ist keiner. Hat er schon mit der X gedrückt, ja? Ja. Ja, okay. Oh Mann, der wäre so schön frei in der Zone gewesen. Du faulst ihn schon wieder. Das war nicht mein Fall, das war fast faul von der KI. Will ich auch nichts für. Bin leid, Harry. Mhm. Hätten die gelassen, den Punkt. Nee, niemals. Oh, was? Ich werde nichts sagen, aber der Pull ist on fire. Da geht der richtig ab, da geht der so richtig ab. So, Chris Humphries kann man auch. Schönen Jumper hier, also. Bin Center, ordentlich. Ja, auf jeden Fall richtig gut. Den holt den rein, Autoporter kommen. Rein. Alter, Machine Gott hat. Du spielst auf jeden Fall noch Game on the Line, wie man so schön sagt, immer. Kann man Sport. Schön. Schön. Okay. So, da steht die Halle. Der MSC steht. Steht manchmal auch zu oft. So, Anthony. Geht er vorbei. Und gute Defense von Machine Gotthard. Letzte Minute. John Wall hat den Ball. Bradley Beal. Okay. 50 Sekunden noch. Ne, der ist niemals drin. Ne, rotes Release auch viel zu spät, F. Oh nein. Das ist so traurig, dass der nichts trifft, ne? Okay. Verkürzt. Hallo, kein Foul? Okay. Er kann das Spiel, er kann in Führung gehen. Yes! Und trifft. Ja, Mann. Schöner Move. Puh. Alter, der war. Wir werden hier näher rein. Okay. So, 12 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Mal gucken, was... Den Game Winner. Game Winner. Nein, er trifft nicht. Oh nein, er trifft doch auch nicht. War so schön in der Zone frei, er trifft den Wurf nicht. Ja, ich habe schön mit der Lemme noch reagiert. Das war so sehr gut. Okay. Er ist in der Linie. 1,8 Sekunden. Da müssen eigentlich beide drin sein. Ja, ja. Bei Melle hüpfen die immer auf dem Ring rum, aber dann gehen sie doch rein. Aber Krubi ist genauso. Okay. Ach du Scheiße, das muss ich aber nicht. Hat sich auch in die Overtime retten, aber es wird sehr, sehr schwer. Ja, der ist schon auf der Zweierlinie. Ja, 50 an. Nein, Sekunden. Der war reingegangen. Ja, der war aber auf der Zweierlinie. Ja, der war auf der Zweierlinie. Scheiße. Aber die Idee war gut. Ja klar, die Idee war gut, aber ich glaube, hätte es einen Dreier genommen, wäre wahrscheinlich vom Spieler aus nicht reingegangen. Naja. Da wird Jumper fallen mehr. Schade, mit einem Punkt verloren am Ende. Aber von den Wurfkunden her. Also,
Den Sieg hätten ja auch beide Mannschaften verdient, aber das war einfach nur richtig schlecht von beiden Mannschaften, von den Wurfquoten her. Hello, 25 Punkte, bam, geil. Ja, Gott hat 21-10. 10 von 24 bei Melo ist auch okay, 3 von 9 Dreiern ist, naja, geht. Wenn du mal Gott hat, der noch den einen Wurf abziehst, hat der 9 von 11. Also, John Warner mit 11 Punkten. Ja, wenn ich mal die Wurfquoten anguckt, also, im ganzen Spiel, ja. Die Knicks haben 38%, die Wizards haben 40%. Von den Dreiern her haben beide 21%. Freiwürfe sind auch gleich, also, das Spiel ist ausgeglichen gewesen. Ja. Vielleicht ein paar mehr Assists bei mir. Rebounds, okay. Ja, ansonsten war das Spiel relativ ausgeglichen im vierten Viertel. Auch nur 38% hast du geworfen, ne? Ja, trifft Bradley Beal wirklich den einen Jumper da? Ja, aber der stand halt, ja, der war klar über der Linie. Ja, ich guck noch mal rein, ich kann noch mal reingucken. Kann man das nicht angucken? Das kann man sich doch meistens auch angucken. Punktezusammenfassung, oder? Ich weiß. Ja, Punktezusammenfassung eigentlich, und dann könnte man sich noch angucken. Ja, da sieht man nur, was er geworfen hat. Ja, okay. Aber das war ganz Wurfdiagramm, klar. Warte mal. Ah ja. Bradley Beal. Ja, guck mal, da, Bro, Bradley Beal ist jetzt was denn? Was ist denn jetzt Bradley Beal? Der hat nur einen Jumper getroffen, oder? Kann das sein? Warte mal. Ah, hier, der rote da, links. Ja, ja. Bradley... Der war ganz klar auf der Linie. Ja, okay. Na gut, er hat auch nur 2 Punkte. Was? Bradley Beal hat auch nur 2 Punkte. Ja, das waren die einzigen. Gut. Na gut. Ja. Mit einem Punkt gewinnt Erik hier. Mit einem schlechten Start, aber dann hat er sich verbessert. Ja, das soll es von diesem Spiel gewesen sein. Wir sehen ihn in der nächsten Partie, also auch schon noch heute, am 25. Da spielt der San Antonio Spurs gegen die Thunder. Dann auch Miami gegen Cleveland, Chicago gegen Lakers und ja, zum Ende noch in die Clippers gegen Golden State. Das werden wir dann zum Ende hinsehen. Das soll es gewesen sein von uns. Wir sehen uns dann, ja, beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao. Ciao, ciao.